Sehen wir am heutigen Montag so etwas wie Panikverkäufe? Die Futures jedenfalls, die US-Futures tiefrot und die asiatischen Märkte ebenso. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Beginn der neuen Woche. Am Freitag hatte ich das Marktgeflüster betitelt, der perfekte Sturm. Und ja, es ist eigentlich eine wirklich perfekte Ausgangssituation dafür, dass da ziemlich scharf jetzt eine Korrektur erfolgt. Alle auf der Long-Seite, alle ungehedged, alle im Glauben, ja, kann nichts schief gehen. Coronavirus, kurzfristige Geschichte, und wenn nicht, haben wir die Fed. Aber was sollen die Notenbanken tun? Sollen sie den Virus wegdrücken durch neue Aktionen, durch Quantitative Easing? Das wird nicht allzu viel helfen. Und während wir derzeit sehen, dass China die ganze Geschichte immer versucht, weiter runterzuspielen, gehen eben die Fälle im Ausland weiter nach oben. Schauen wir uns die Dinge mal im Einzelnen an. Hier sehen wir, China hat heute 4 Stunden später als üblich, da hat man wahrscheinlich noch ein bisschen an den Zahlen basteln müssen, 409 neue Fälle gemeldet bei 159 Toten und sagt aber, dass 398 von diesen 409 Fällen aus der Provinz Hubei kommen, 149 von den 150 Toten ebenfalls aus Hubei. Also alles findet dort statt, woanders findet gar nichts statt. Das ist die Message, die wir kriegen. Aber wir sehen, dass Südkorea jetzt sozusagen neben Italien im Fokus ist. Wir haben 763 Fälle, ein Anstieg von 161 über Nacht mit jetzt 7 Toten. Und das ist noch krasser in Iran, wo wir inzwischen 8 Tote haben, die meisten außerhalb Chinas. Viele haben die Grenzen zugemacht, viele Nachbarstaaten, fast alle Nachbarstaaten zum Iran. Wir haben vor allem natürlich dann auch Italien mit 152. Das ist ein massiver Anstieg, der da passiert ist. Schauen wir uns mal hier in einer solchen Grafik an. Hier sehen wir diesen parabolischen Anstieg eben dieser Infizierungen, und das ist genau sozusagen das, was die Aktienmärkte nicht so richtig für möglich gehalten haben, dass diese Geschichte möglicherweise global ein richtiges Thema wird, mit Quarantänen, mit Absage von Spielen. Gestern Inter Milan, das Spiel wurde abgesagt, Karneval wird beendet, dass öffentliche Einrichtungen geschlossen, etc. etc. Und das rückt jetzt ja auch immer näher an uns hier in Deutschland heran. Mailand ist nicht allzu weit entfernt, die Lombardei etc. etc. Also da muss man schon jetzt ein bisschen anders vielleicht agieren als bisher. Und das ist aber nicht der Fall. Wir sehen hier zum Beispiel, dass die Märkte sich sagen, das ist alles kein Problem. Was habt ihr gemacht? Zum Beispiel eine Frage der Financial Times an Profi-Investoren. Ja, nix. Wir gehen davon aus, dass das Virus vorübergehend ist. Ja? Aber wenn das dann plötzlich nicht der Fall ist, wenn das Thema viel länger dauert, dann gibt es plötzlich hier Schieflagen. Wir sehen interessanterweise zum Beispiel, dass Value im Vergleich zum Growth, also die, naja, sagen wir mal, konservativeren Aktien im Vergleich zu Tech-Aktien, zu Wachstumsaktien, jetzt an einer wichtigen Unterstützung sind. Was haben wir noch? Wir haben auch gesehen, und das ist interessant, dass hier zum Beispiel in den letzten Tagen, wie Goldman Sachs zeigt, die Firmen besser laufen, die eine solide Bilanz haben, strong balance sheet, während andere, die keine gute Bilanzstruktur haben, weak balance sheet, nicht so gut laufen. Man unterscheidet also plötzlich wieder zwischen Risiken. Das ist ein neues Motiv. Wir haben am Freitag jetzt schon deutlich starke Umsätze gesehen an den Märkten. Also da haben ein paar Dickfische schon agiert. Auch am Donnerstag, als es da plötzlich aus dem Nichts nach unten ging, da sind Umsätze plötzlich wieder da. Da ist plötzlich wieder Action da. Da ist man ein bisschen aufgewacht. Und wir sehen, dass jetzt die globalen Anleihen unglaublich wieder an Wert gewonnen haben, nämlich 318 Milliarden in der letzten Woche, die 30-jährige US-Staatsanleihe, ja, auf einem Allzeittief. Und das ist sozusagen jetzt vielleicht das neue Spiel. Die Bonds sind der sichere Hafen. Und wir sind jetzt nur noch 58 Milliarden unter dem bisherigen Allzeittief von 153. Wir sind bei 58 Billionen jetzt der globalen Anleihen und damit nur noch 153 Milliarden unter dem bisherigen Allzeithoch. Und wir sehen, dass hier jetzt eben die Fälle weiter nach oben gehen. Ups, da ist mir geradezu die Grafik entschwunden. Wenn ich sie denn wiederkriege, da ist sie.
Und wir sehen, dass eben hier diese Zahl der Neuinfizierungen jetzt an die 80.000 ranreicht, die Toten weit über 2.000. Schauen wir uns mal diese Grafik an. Das ist das Sentiment, wenn man so will, bei den Investoren. Wir sehen, dass Hedgefonds so ziemlich all in sind, da geht nicht mehr in der Situation. Und wir sehen, dass auch die Retail-Investoren, also Mom and Dad, wie es hier heißt, all in sind. Warum sind sie das? Weil die US-Broker wie E-Trade, wie Ameritrade, wie Charles Schwab die Gebühren abgeschafft haben. Und das scheint das Trading-Volumen massiv nach oben gebracht zu haben. Vor allem in Apple geht man rein, in Tesla geht man rein. Das ist also eine Rallye von Mama und Papa, diese sogenannte Milchmädchen-Hosse. Und da sind die also nochmal schön draufgesprungen. Auch das spricht dafür, dass wir möglicherweise da etwas nach unten kommen sehen. Heute sind zwei wichtige Dinge auf der Agenda. Es wird eine Pressekonferenz der WHO geben, die in China in verschiedenen Städten gewesen ist, zuletzt auch in Wuhan. Da wird man sehen, was die WHO zu sagen hat, die ja in letzter Zeit immer besorgter wird. Am Anfang hat man gesagt, alles gar kein Thema, China hat das super im Griff, und dann wurde man immer sorgenvoller. Heute um 12 Uhr eine Pressekonferenz deutscher Zeit, das wird wichtig. Heute auch wichtig, was Chinas kommunistische Partei sagt, ob man den Parteikongress verschieben oder absagen wird. Da sieht man dann, wie es wirklich um die Dinge steht in China. Je zuversichtlicher man hier ist, zum Beispiel, wenn man sagt, naja, wir können das Ding abhalten, dann wäre das wirklich ein Zeichen dafür, dass die Sache in China nicht mehr ganz so schlimm ist. Wir haben Nachrichten aus China, wo es heißt, zum Beispiel sechs Provinzen haben die Alarmstufe nach unten gesetzt. Wir sehen Wiederaufnahme von Produktion, heißt es hier in Zhejiang, Jiangsu, Shandong und andere Städte zu einem bestimmten Prozentteil, und hier keine neuen Infektionen aus Peking und Shanghai. Also es kommen eigentlich nur noch ganz tolle Nachrichten aus China. Die sind in etwa so glaubhaft wie das chinesische BIP, also etwas mit zweifelhaften Odeur behaftet, könnte man sagen. Jedenfalls ist hier das wichtig, dass wir heute eben um 12 Uhr diese Pressekonferenz haben. Das wird ein zentraler Punkt, und die Aussagen von Chinas kommunistischer Partei, wann man denn gedenkt, hier wieder zu tagen. Schauen wir uns mal Folgendes an, nämlich die Charts. Was wir hier sehen, das ist der DAX und die Charts von Capital.com. Und wir sehen hier diesen Break nach unten, dieses Gap nach unten. Es sind, wie gesagt, die internationalen Entwicklungen. China kann es nicht sein. Die haben ihre Zahlen wieder so richtig schön im Griff. Dementsprechend sehen wir, dass die asiatischen Märkte scharf reagiert haben. Wir werden gleich Gold sehen, das massiv nach oben gegangen ist. Wir sehen hier zunächst mal den S&P 500, 3.292. Sieht also schon jetzt so ein bisschen aus, als wäre da eine Top-Formation. Als hätte man hier einen Abschluss gefunden. Am stärksten betroffen der Nasdaq, 9.228, hier diese zwei Abverkäufe, dann das Gap nach unten. Wir sehen den Dow Jones bei 28.609 Euro, Dollar handelte bei 1.0816 wieder Dollar Stärke, nachdem es am Freitag ja nach den miserablen Zahlen aus dem Einkaufsmanagerbereich, vor allem Dienstleistungen aus den USA, nach oben gegangen war für die Gemeinschaftswährung. Wir sehen, dass Gold teilweise die 1680er Marke erreicht hat, jetzt aktuell 1662, und wir sehen das amerikanische Crude Oil, $52.24. Jede Menge Potenzial. Da müssen viele Retail-Investoren, also sozusagen die Nicht-Profi-Investoren, die sitzen noch all in auf der Long-Seite, und wenn die merken, wird schwieriger, dann könnte da schon durchaus was kommen. Klar, jetzt ist so ein bisschen Bereinigung passiert. Wir sind Donnerstag gefallen, wir sind Freitag gefallen, wir dürften heute fallen. Da sehen wir also, dass möglicherweise das Sentiment so ein bisschen sich schon geändert hat. Die Fed hat am Freitag übrigens nur 25 Milliarden Dollar in den Repo-Markt gepumpt. So viel wie, glaube ich, noch nie, oder so wenig wie noch nie, seit man diese Repo-Aktionen begonnen hat. Und schon geht es nach unten. Jetzt hat die G20 am Wochenende getagt. Mnuchin sagt, der Finanzminister, naja, notfalls müssen wir dann ein bisschen Geld drucken, um den Virus zu besiegen. Also da scheint man sozusagen nach zwei Handelstagen, die nach unten gehen, schon wieder nach der Notenbank zu rufen. Das zeigt, wie fragil diese ganze Hosse ist, diese ganze Fahnenstange ist angesichts einer Situation, die immer mehr ein schwarzer Schwan wird, auch international. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.